Lotte! In der Vergangenheit habe ich ja schon mal einen Motorrad-Simulator gespielt. Am heutigen Tag geht's aber an die wirklich dicken Maschinen. Denn ich starte eine Karriere bei MotoGP 19. Und da sehen wir uns auch schon. Mein Team ist Red Bull KTM. Warum dieses Team? Ich habe ein Fahrrad von KTM. Deswegen dachte ich mir, ja, sind bestimmt nicht schlecht. Wir starten unser Rennwochenende. Und zwar geht es als erstes nach Katar. Da hat wohl jemand wieder ordentlich Geld springen lassen. Denn bei der WM-Vergabe hier nach Katar war, glaube ich, auch nicht alles so legit. So, nächste Session starten. Das Spiel ist wesentlich realistischer als Ride 3. Das war eben der Motorrad-Simulator, den ich schon vorher gespielt habe. Grüße an alle unsere Zuschauer von der Halbinsel Katar. Hier an der Rennstrecke Losail warten alle gespannt darauf, dass die Maschinen der MotoGP-Kategorie endlich starten. Ja, auf jeden Fall. Oh, Valentino Rossi, da ist gerade mein Handy. Was geht hier ab? Okay. Den kenne selbst ich. Also ich habe ja nicht so viel mit Rennsport am Hut. Mensch, Leute, jetzt mach doch mal hier euer Handy aus, wenn du aufnimmst, bitte. Was ist da los? So, den kenne ich. Der hat, glaube ich, schon 200 Mal irgendwie so ein Weltmeister ist er geworden. Gut, wir gehen einfach mal zur Strecke, während die anderen da noch genüsslich... Oh, krass, die haben noch so Grid Girls. Also früher nannte man das auch... Oder da gab es die ein oder anderen Boxenluder. Patrick Palut, das bin ich! Ich habe auch so eine smarte Mai, die mir den Regenschirm hält. Ja, ist natürlich auch sehr, sehr hell. Sehr unangenehm. So, wir gehen jetzt zur Strecke. Da ist das Fahrerfeld. Rossi, Marquez, Rins. Also die anderen kenne ich nicht. Ich kenne einfach nur Rossi. Oh, okidoki. Moment mal, warum sind Vorvorletzter und Vorvorvorvorletzter beides Teamkameraden von mir? Ich habe das Gefühl, ich habe doch nicht so das beste Team gewählt. Wir kommen hier auch nicht sonderlich gut weg. Ich werde jetzt allerdings einen alten Formel-1-Trick anwenden. Spät hier reinbremsen. Und wir katapultieren uns mit einem Weltklasse-Start. Bereits, oh, auf Position 9. Ihr habt jetzt eben gerade schon gesehen, dass wirklich dieses Hinterrad sehr, sehr wobbelig wird. Ich nenne es einfach mal so, wenn wir zu viel bremsen, mit zu wenig Gefühl an das Ganze rangehen. Man kann sich hier nämlich super leicht auf die Schnauze legen und dann ist man direkt Letzter. Aber momentan sieht es hier wirklich noch sehr, sehr gut aus. Valentino Rossi ist in Schlagdistanz, würde ich mal sagen. Vorsichtig. Ganz ruhig. Schön hier raus beschleunigen. Dann schaffen wir es. Ah, ich wollte gerade sagen, schaffen wir es vielleicht unter die Top 3. Nein! Und das ist das, was ich meine. Einmal verbremst und da ist noch jemand anders gestürzt und schon liegst du im Dreck. Und dann hast du die Probleme, dass deine Reifen plötzlich natürlich voller Dreck sind und du automatisch weniger Grip hast. Jetzt müssen wir uns wieder komplett von hinten nach vorne kämpfen. Wir sind jetzt 22. von 23. Letztlich alles so wie bei der Startaufstellung. Boah, Alter, jetzt riskiere ich hier gerade aber ein bisschen zu viel. Curbs sind natürlich auf so einem Motorrad auch, boah, wesentlich schlimmer. Gut, raus beschleunigen. Da können wir doch jetzt die nächste Kurve wieder nutzen, um uns hier leicht reinzulegen. Ja, das war jetzt nicht unbedingt so geil. Wir kämpfen uns ran. Da ziehen wir doch vorbei. So muss das sein. Ah, krass, Ego-Perspektive. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu heavy. Ja, so, ey, mit der Ego-Perspektive. Oh, oh. Ja, das war jetzt ein sehr, sehr großer Fehler. Hab mich jetzt hier um wirklich alle Positionen, aber ich wollte euch zumindest jetzt einmal die Ego-Perspektive zeigen, um euch da einen Eindruck zu vermitteln, dass das nicht ganz so geil ist. So, beim Fahrradsimulator finde ich es immer ganz cool, aber hier ist es echt ein bisschen zu krass. Ich weiß gar nicht, wie viel PS hat eigentlich so ein Motorrad jetzt, was wir fahren. Also ich meine, auf der Geraden erreichen wir ja die 300 km/h. Aber bedeutet das, hat das Ding jetzt 200 PS? Ich habe keinen blassen Schimmer, warum ich mich gerade auf den Kopf gelegt habe. Ja, wir sind schon in Runde 2 von 3. Ich glaube, wir sollten mal gucken. Das werden wir nicht mehr einholen, dass wir das Rennen... Ja, ich möchte... Du wirst im Ergebnis nicht aufscheinen. Junge, was bedeutet denn aufscheinen? Ich habe mich sowieso in Katar nicht wohlgefühlt. Es wird Zeit, dass wir ins nächste Rennen gehen. Ein bisschen Enttäuschung ist schon verständlich, wenn man sich das heutige Resultat ansieht. Ja, ich hatte zu viel Red Bull getrunken. Da war ich ein bisschen hibbelig. Da hatte ich ein bisschen einen kleinen Tatter. Ah, das ist natürlich unangenehm. Ich stehe scheinbar kurz vor der Kündigung. Ja, hier nach Argentinien, da finde ich das auch viel, viel schöner. Ich bin ja auch mehr so ein feuriger Typ. Auf der Strecke herrschen 42 Grad. Junge, da kann ich ja fast ein Spiegelei drauf machen. Gut, Leute, drückt mir die Daumen, dass es dieses Mal ein bisschen besser läuft. Der Start flutscht auf jeden Fall schon mal wesentlich besser. Wenn der eine mich jetzt mal hier ein bisschen weiter nach in die Mitte lässt, kann ich vielleicht... Oh, ja, konnte wenig Leute überholen, obwohl... Das sieht doch jetzt hier gerade Weltklasse aus.
Wenn wir die Konzentration weiterhin oben halten, dann können wir uns hier wirklich nach vorne katapultieren. Wow! So viel dazu. Da hätte es uns beinahe wirklich komplett erwischt. Nein! Und der Sturz! Ah, Mann, da wollte ich zu viel. Und da kommen sie natürlich wieder alle, wie die Schmeißfliegen. Wichtig ist es jetzt, nicht wieder hinzufallen. Weil das hat uns das letzte Mal wirklich sämtliche Chancen auf den Sieg gekostet. Dass ich dann irgendwie ein bisschen unkonzentriert wurde. Ich meine, okay, ich bin gerade auch ein bisschen kaputt. Ich habe letzte Nacht nur so 3 Stunden geschlafen. Ich weiß nicht warum. Ich konnte irgendwie nie einpennen. Ich möchte eigentlich morgens immer früh aufstehen. So zwischen 7 und 8. Jetzt sagt wieder der eine, oh, 7 oder 8 ist nicht früh. Ja, aber wenn man nicht so früh ins Bett geht. Oh, ich komme weit raus. Jetzt aber nicht zu weit, als dass ich wieder stürze. Wir könnten, wenn wir Glück haben, jetzt sogar Rossi überholen. Kommen wieder weit raus. Beschleunigen hier aber sehr, sehr schön. Und verursachen eine Kollision. Also ich finde es krass, wie man hier teilweise richtig krass wegfliegt bei so einer Kollision. Jetzt haben wir leider wieder Position 23 von 23. Aber dieser Kurs, der liegt uns. Hier können wir wesentlich besser auch wieder aufholen und Plätze gut machen. Ich meine, wir sind 2-mal gestürzt, trotzdem sind wir am Feld dran. Ist nicht so wie in Katar, wo wir richtig weit hinten lagen. Ziel, die gerade nutzen. Start und Ziel, da können wir nicht viel reißen. Aber die anderen Kurven, die liegen uns. Vorsichtig, boah. Ich frage mich, warum ich manchmal Grip verliere. Vielleicht ist ja jemand von euch ein bisschen versierter, was das angeht. Warum schalingert meiner manchmal so krass? Vielleicht muss ich auch einfach das Motorrad komplett gerade haben. Macht natürlich auch Sinn. Das Motorrad wird natürlich destabilisiert. Okay, das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Warum ich jetzt gerade hingefallen bin. Oh, es ist auch schon die letzte Runde. Komm, wir müssen doch jetzt mal zumindest einmal in die Punkte. Komm, bitte, zieh, Mann. Mist, ey. Ja, damit habe ich jetzt, glaube ich, alles. Okay. Ich glaube, irgendwas ist an meinem Motorrad plötzlich kaputt. Der fliegt jetzt ja die ganze Zeit hin. Ja, die sind schon wieder viel zu weit weg. Ich werde das Ding jetzt einfach mal, um ein bisschen Erfahrung zu sammeln, zu Ende fahren. Ja, wieder zu spät gebremst. Gut. Ich glaube, als nächstes geht's nach Amerika. Ich hoffe einfach, dass ich jetzt noch nicht gekündigt werde. Nein. Boah, ich wurde noch nicht gekündigt. Uiuiuiui. Okay, Red Bull Grand Prix of America. Wo ist denn das in Amerika? Erkennt jemand die City? Ich meine, alle guten Dinge sind 3. Und das ist ja praktisch ein Heimkampf. Austin in Texas. Austin, Texas. Yeehaw. Wir geben direkt wieder Vollgas. Und die KTM startet. Oh, Alter, ist das eine spitze Kurve. Und ich... Okay, Leute. Warte mal. Ey, das geht jetzt nicht. Das könnt ihr nicht machen. Ich muss jetzt hier nochmal starten, ey. Ja, ich muss nach ganz rechts. Und dann muss ich da wirklich... Ich darf die Kurve nicht zu spitz nehmen. Kann mich aber... Mann, ey, das kann nicht so schwer sein. Ich probiere es jetzt einfach mal ein bisschen weiter. Ziehe, damit ich mich auch richtig schön reinlehnen kann. Oh, das sieht doch richtig gut aus jetzt. Boah. Was für ein krasser Parcours, ey. Der Grand Prix gefällt mir bis dato. Hier wieder schön reinlegen. Jetzt wieder nach links. Und raus beschleunigen. Wow! Boah, ich bin komplett in die Bande gefallen. Egal. Es sind noch 2. Ich meine, ich habe es innerhalb von einer Runde geschafft, fast Erster zu werden. Wenn ich das jetzt hier ganz gut mache, dann muss es doch weiterhin gut laufen. Dazu sage ich einfach mal nichts. Das Schöne ist, das Feld ist wirklich dicht zusammen und es ist immer noch die erste Runde. Also, hier ist echt noch nichts verloren. Oh nein, wenn ich hier heute nicht gut performe, ey, dann werde ich bestimmt gekündigt. Ich muss in die Punkte kommen, egal was passiert. Ich muss nach vorne fahren und dann wirklich wenig Risiko nur noch eingehen. Aber ich check halt manchmal nicht, warum ich mich hinlege. Wir sind zumindest jetzt wieder am Hauptfeld dran. Ab welchem Platz gibt es überhaupt Punkte? Das ist ja das, was mich eigentlich interessieren müsste. Let's go. Alles klar. Ich verstehe es nicht. Komm. Wichtig ist, dass ich jetzt nicht gefeuert werde. Ja, Spanien. Ich habe Verwandte in Spanien. Die kommen mich anfeuern. Vielleicht hätte ich den Schwierigkeitsgrad doch ein bisschen runtersetzen sollen. Also, ich spiele das jetzt ja zum ersten Mal. Und da war Mittel... vielleicht nicht unbedingt die beste Wahl. Oh ja. Ja, Leute. Da haben wir doch hier schon mal... jedes Rennen beim Start ist alles gut. Doch wenn ich dann ein bisschen weiter hier
ins Rennen reingehe, dann mache ich ein, zwei Fehler und ja gut, die kosten mich dann immer das komplette Rennen. Oh, Bro, Alter, warum ist der auf einmal so langsam geworden? Okay, ihr zieht mir jetzt wieder alle davon, ich weiß. Das ist mir aber auch vollkommen egal. Weil wenn wir jetzt hier alle schön runterbremsen, dann mache ich hoffentlich keinen großen Fehler. Vorsichtig. Jawohl. Ich bin nicht hingeflogen. Das ist mittlerweile schon ein großer Erfolg für mich. Okay, der catcht mich gerade. Ja, der kommt gut rein. Aber ich beschleunige, glaube ich, ganz gut raus. Na, ja, er wird mich wieder catchen. Ist aber egal. Ist alles gut. Es ist Runde 2 von 3 und ich bin noch nicht hingefallen. Ich möchte es doch einfach nur den Zuschauern beweisen, dass ich doch hier vielleicht doch was reißen kann. Okay, ich werde versuchen, jetzt das Risiko einfach zu minimieren. Gar nicht so sehr auf Sieg oder sonst was zu fahren, sondern dass ich im Grunde genommen in die Punkte komme. Wieder lange gerade, die ziehen rum. Okay, ich bremse jetzt rechtzeitig. Jetzt sagt er mir, ich soll bremsen. Okay, ganz ruhig. Oh, ich komme weit raus. Aber egal, alles gut. Kann Valentino Rossi gerne wieder vorbeikommen. Ist mir komplett egal. Wir versuchen, hier einfach nur unser Ding durchzuziehen. Hier nochmal gut bremsen. Wieder. Oh, Start und Ziel, ey. Du bist halt komplett weg, wenn du hier auf dem Acker praktisch kommst. Let's go. Letzte Runde müsste das doch jetzt sein. Runde 3 von 3. Und ich bin auf Position 3. Bitte. Ich wünsche mir doch... Ich möchte nur meine Zuschauer stolz machen. Dass die auch wissen, dass ich ein krasser Motorradfahrer bin. Oh, jetzt wird der Angriff hier gestartet. Egal. Ist mir... Ey, was macht der denn? Ey. Ganz ehrlich, der hätte mir gerade hier alles gekostet, der Typ. Ich meine, ich wäre zwar gerne Dritter geworden. Was wäre jetzt vielleicht... Ach Mann, ey, ich weiß nicht, ob ich es riskieren soll. Start und... Nee, ist noch nicht Start und Ziel. Was laber ich? Oh, es sind noch... Wie viele Kurven sind das denn jetzt noch? Jetzt ist Start und Ziel. Kommt sie! Egal. Oh, jetzt werde ich auch nochmal über... Egal, Fünfter. Fünfter sind Punkte. Yes! 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 Ich habe das für euch getan, Leute. Und für mein Ego. Ja, Fünfter ist doch richtig gut. Ey, KTM. KTM hier. Siebter Platz. Ansonsten 13., 14. Das war doch gut. Wie viele Punkte kriege ich jetzt? 8? Nee, 11 Punkte habe ich scheinbar bekommen. Ey, da muss doch das Team jetzt mal sagen, ey, Daumen hoch für dich, oder nicht? Dieser Fahrer macht einen guten Job und die Resultate zeigen das auch. Danke. Der nächste Schritt ist, um die wichtigen Resultate zu kämpfen. Und es sieht so aus, als wäre er auf dem richtigen Weg. Danke, danke, danke. Aber nun gut, Leute, das war's mit einer kleinen Runde von MotoGP 19. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr sehr, sehr gerne ein Like da lassen. Schreibt eure Meinung in die Kommentare und habt jetzt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.